Hallo und herzlich willkommen hier am Frankfurter Parkett. Montag, die neue Börse hat gestartet. Und hinter mir, da kann man es schon an der DAX-Tafel erkennen, eine ziemliche Rutschpartie heute. 15.192, das war der Tageshöchststand um kurz nach 9. Denn in Sachen Russland-Ukraine-Krise war die neueste Wasserstandsmeldung. Ja, am Wochenende haben wir keinen heiß werdenden Konflikt gesehen, aber es wird heißer. Und gleichzeitig dann aber Telefonate von Macron mit Wladimir Putin und auch die Ankündigung, dass die USA Gespräche in Form von Präsident Biden mit Wladimir Putin noch mal nicht ausgeschlossen haben. Also eine leichte Entspannung. Gleichzeitig aber in unterschiedlichen Regionen Mobilmachung, Bewegung von prorussischen Kräften, Saboteure, die möglicherweise Opfer geworden sind von Beschuss, Raketeneinschlag etc. etc. Also es wird konkreter, gegen das Minsker Friedensabkommen wird mehr und mehr verstoßen. Und aus dem Mix sind dann die fallenden Kurse bis auf 14.618 Punkte. Jetzt sind wir knapp 200 Punkte wieder höher. Die Amerikaner, sie fehlen uns heute am President's Day. Und dementsprechend haben wir hier eine ganze Menge von viel gehandelten Aktien. Jetzt die Most Actives des Online-Brokers Flatex. Auf der Kaufseite, da haben wir heute für Sie folgende fünf im Angebot. Und es geht wirklich ziemlich heiß her heute mit TUI, Nel, ASA, Commerzbank, Allianz und der Lufthansa. Und wir müssen aufgrund der geopolitischen Lage, die hier alles überschattet, natürlich jetzt dann uns Einzelmeldungen rausgucken. Commerzbank, da war es ein Analystenkommentar von Barclays. Sie sagen, aufgrund der aktuellen sich entwickelnden Zinswende am Horizont deutet die sich ja schon sehr signifikant an. Und im März wird es wahrscheinlich den ersten Zinsschritt der Fed geben. Kann man diese Underweight-Einschätzung der Aktie und das Kursziel mit bisher 6,50 Euro nicht von Bestand haben lassen? Nein, der Analyst, der entsprechende Goal mit Namen, hat das Ganze auf 8,70 Euro angehoben und die Aktie jetzt auf Equal Weight hochgestuft. Und er sagt auch, wenn das so weitergeht und sich die Entwicklungen in Sachen Zinsen so verfestigen sollten, dann ist er tatsächlich auch bereit, da noch einen Schritt weiter zu gehen. Die Aktie hat ihn zwar heute nicht so erhört, minus 2,6%, die Commerzbank, aber in den letzten Tagen ist sie schon deutlich über 9 Euro gestiegen. Insofern hat er so ein bisschen nachgezogen, der gute Kollege von Barclays. Naja, wen schadet ist. Wir gucken jetzt auf die Verkaufsseite, auf die fünf Aktien, die hier am meisten gehandelt werden auf der Verkaufsseite, nämlich Gazprom, Lufthansa, BioNTech, TUI und Commerzbank. Und wir gucken uns zunächst mal die Lufthansa an, denn ja, wieder mal geopolitische Spannung, hat man sich dazu entschieden, keine Flüge mehr nach Kiew oder auch in den Rest der Ukraine durchzuführen. Die Bundesregierung hatte ja schon durch das Auswärtige Amt vorher bescheinigen lassen, dass man tatsächlich keine Passagiere, keine Personen, die jetzt noch in der Ukraine sind, abholen möchte mit Sondermaschinen. Wir erinnern uns da an Urlaubsrückholaktionen im Zuge der Corona-Pandemie. Und die Lufthansa, die bisher noch Flüge gemacht hat und durchgeführt hat, hat sich jetzt davon verabschiedet. Es sind jetzt auch nicht ganz so viele Verbindungen, die davon betroffen sind. Aber das Zeichen ist ein deutliches, dass man tatsächlich jetzt hier auch von Seiten der Airline keine Risiken eingehen möchte. Die Aktie, nachdem sie in den vergangenen Tagen eigentlich sich vernünftig gehalten hat, auch heute mit leichtem Rückwärtspotenzial, wenngleich das im Verhältnis zu anderen Aktien einigermaßen noch im, naja, sagen wir mal, in der ausgewogenen Dimension ist. Die Aktie hat sich, wie gesagt, seit Oktober ganz gut geschlagen. Das zweite Unternehmen, das wir uns angucken, das ist BioNTech. Warum? Ja, wir kennen das Unternehmen aus Mainz, das an der Goldgrube seinen Sitz hat, vor allen Dingen als Impfstoffhersteller. Aber schon bevor das ganze Corona-Thema aufs Tableau kam, da war man in Sachen Krebsforschung unterwegs und man besinnt sich sozusagen jetzt auf seine Wurzeln. Aufsichtsratschef Jägle hat sich nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, auch die Kapitalmärkte müssen da in etwas größeren Zeiträumen denken, 4 bis 5 Jahre. Da ist eine Zelltherapie, die sehr aussichtsreich ist bei den Patienten zwischen 25 und 40 Jahren, vor allem im Bereich des Hodenkrebs für die unter den Betroffenen, die tatsächlich aufgegeben wurden. Er sagt, innerhalb der nächsten 5 Jahre wird man da eine Therapie basierend auf mRNA haben. Und er denkt auch, dass in den nächsten 15 Jahren, ich weiß, das sind sehr lange Zeithorizonte, aber ein Drittel aller Krebstherapien basierend auf dieser Technologie sind. Und er erwartet und er hofft sich vom Kapitalmarkt etwas perspektiverische Blicke und nicht solche Schnellschüsse wie mit dem Impfstoff. So, das war's von mir. Ein ziemlich energetischer Montag heute, das muss man sagen, mit viel Volatilität. Gute Kurse, bleiben Sie gesund und lassen Sie uns beten, dass nicht das Schlimmste in der Ostukraine passiert, sondern dass man insgesamt noch eine diplomatische Lösung findet. Bis morgen, Ihr Patrick Duane.